Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gameplay-Commentary auf dem VP-Clan-Channel. Mein Name lautet X. Heute seht ihr ein krasses Gameplay und zwar ist es das erste Bio3-Gameplay und ich habe außerdem die Ehre, dies zu kommentieren. Und es ist natürlich direkt ein Nuklear. Ich meine, what's going on, Alter? Was geht ab? Es ist vom Stamp oder Stump erspielt. Sorry, ich bin halt einfach der größte Faggot und ich spreche das wahrscheinlich komplett falsch aus. Aber ohne Witz, eigentlich müsste der Junge dadurch 1000 Abonnenten mehr bekommen oder so. Wird er wahrscheinlich nicht haben, aber trotzdem, schaut unbedingt bei ihm vorbei. Das Gameplay ist einfach awesome. Und wir sind somit einer der ersten Kläne, die wirklich eine Bio3-Nuklear hochladen können oder generell auch einer der ersten Kanäle, die eine hochladen können. Und man kann darauf wirklich stolz sein. Und ihr seht auf jeden Fall seine Klasse, das ist der ARK7, mit der ich auch ziemlich gerne bisher spiele. Und mit einem Schalldämpfer und einem schnellen Magazin und dazu noch dem Schaft. Auf jeden Fall eine gute Kombi anscheinend. Und als Abschlussserien hat er nur die Drohne dabei, welche aber irgendwie voll ausreicht für ihn. Und ich finde wirklich, das Gameplay ist ziemlich ansehenswert, auch wenn man jetzt denkt, oh, das geht jetzt 6 Minuten 30, ist das nicht vielleicht ein bisschen lange? Ich sage da ganz ehrlich, nein Leute, ich habe bei den Anfangszeiten von BO2, da habe ich immer auf Swarm gezockt und sowas und da fand ich schon 50 plus Gameplays ziemlich heftig und ihr könnt euch, Leute, ihr könnt euch richtig freuen, denn BO3, wir haben noch für die ganze Woche Gameplays, ich will jetzt nicht alles spoilern, es kommen noch ein paar gute Gameplays, auch was diesen Standard hier vielleicht noch ein bisschen toppen kann. Und wir haben ja noch nicht das BO3 Beta-Ende, ne? Also da werden wahrscheinlich noch ein paar gute Gameplays folgen und ihr könnt euch wirklich auf richtig hammergute Gameplays freuen. Und das freut mich auch persönlich ganz schön doll. Ich war ja auch zwischenzeitlich ein bisschen demotiviert, da ja, BO2, ja, das hat nicht mehr so richtig gebockt. Ich meine, man hat immer auf das Gleiche geschwitzt, man wusste am Ende, was man dann so gerissen hat und das war irgendwann dann auch langweilig. Und jetzt mit BO3 hat man wirklich ein neues Feeling. Meine ersten Eindrücke sind auf jeden Fall, dass die Maps ziemlich, ziemlich gut gelungen sind. Ich habe jetzt wirklich jede Map bisher gespielt und ich sag, jede Map ist bisher sehr, sehr gut. Sie haben alle so eine kleine Größe, also sie sind wirklich extrem klein eigentlich für COD-Verhältnisse oder vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber ja, es lässt sich richtig gut drauf zocken, es ist eine gute Gun-Action dabei. Man muss nicht unbedingt richtig offensiv spielen, man kann aber richtig offensiv spielen. Offensiv, oh, ich habe schon wieder die Sprachfix des Todes am Start, aber ja, wie gesagt, auf jeden Fall richtig, richtig gut. Die Waffen sind hammergut gebalanced, also das ist echt richtig, richtig heftig. Und das Einzige, was mich noch ein bisschen stört, die ganzen YouTuber haben gesagt, yo, die Man of War ist so krass. Ich weiß jetzt nicht, ob die runtergepatcht worden ist oder ob die davor schon war. Ich komme mit der Waffe überhaupt nicht klar. Ich finde die extrem scheiße. Ja, ihr könnt ja mal gerne eure Eindrücke dazu darunter schreiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das Spiel bisher richtig, richtig dollen Spaß. Ich werde, denke ich, ich glaube bis 27 geht das Level. Und ich werde das jetzt auf jeden Fall nochmal richtig anzocken und werde mir dann nochmal eine richtige Meinung drauf bilden. Das könnt ihr dann natürlich auch auf meinem Kanal verfolgen. Der wird dann auch demnächst wieder aktiv werden. Und ich freue mich wirklich auf die Zeit mit BO3, mit dem VP-Clan. Und ich hoffe natürlich, dass wir an alte Erfolge, wo wir wirklich sehr, 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 sehr krasse Gameplays hatten und wo wir wirklich einen extremen Push hatten, an die vielleicht wieder anknüpfen können. Und ihr könnt uns natürlich auch helfen, indem ihr dieses Video vielleicht teilt und zum Beispiel schreibt, yo, schaut euch das mal an, es ist auf jeden Fall ein krasses Gameplay und ja, wie gesagt, außerdem möchten wir dazu auch, oder generell ich nochmal dazu sagen, natürlich ist das jetzt eine BO3-Nuklear und natürlich wurde da drauf auch geschwitzt. Ihr seht das hier gerade hinterm Headglitch und so. Ich meine, wenn man mal ganz ehrlich dazu steht, dann ist man schon wirklich auch stolz darauf, eine BO3-Nuklear zu erspielen, auch wenn es so früh am Anfang ist und auch wenn jetzt alle sagen werden, ey, schwitzt doch nicht da drauf, blabiblub. Ja, es ist schon blöd, aber wenn man auf der Streak ist, man, als ob man dann irgendwie sich selbst umbringen würde oder ja, irgendwas anderes machen würde, wo man einfach abkackt. Ich glaube, das kann mir einfach niemand erzählen, dass man das mit Absicht macht. Ich würde es auch nicht machen und ich bin auch ganz ehrlich zu euch. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich die Chance hätte, eine Double Nuclear zu erspielen, ich glaube, ich würde dafür 50 Euro zahlen oder so. Also ganz ehrlich, ich würde mir die Chance definitiv auf diesen Push in Sachen von Gameplay her nicht nehmen lassen und würde mich auf jeden Fall dann auch extrem freuen. Das ist ganz normal und das gehört auch mit dazu. Ja, wie gesagt, hier auch ein Herrschaft, der spielt, also ich dachte ja am Anfang, da nur diese 60er Runden waren, also man hat nur bis 60 Punkte gespielt, ich glaube, das war bei der Gamescom so, dachte ich wirklich, dass die das so ein bisschen abgespeckt haben, dass die Zeit kürzer wird, weil man jetzt kleinere Maps hat und dadurch irgendwie, ja, mehr Kills macht, vielleicht dachten die sich das so
Und das war aber totaler Pustekuchen. Die haben es voll geil gemacht. Die haben den MW30 herausgepackt. Keine Zeit mehr, nur die Punkte bis 100. Und wirklich Respekt an Call of Duty. Ich habe keinen einzigen Kritikpunkt gefunden, der mir wirklich so richtig nicht gefällt. Dieses Hochjumpen finde ich auch bisher ziemlich gut gelungen. Es ist wirklich nicht wie bei Advanced Warfare. Da kann man wirklich den YouTubern auch vertrauen. Da haben die keine Scheiße gelabert, um das Spiel ein bisschen so zu pushen. Das ist überhaupt nicht wie Advanced Warfare. Das fühlt sich echt an wie ein schönes altes COD. Und ihr seht jetzt hier auch gerade, er will sich voll konzentrieren, mute natürlich alle, wenn da so ein Franzacke reinkommt, die kennt es wahrscheinlich und die dann wieder rumschreien mit Python und sonst irgendwas, dann kriegt man auf jeden Fall nichts mit. Auf jeden Fall schon jetzt hier 31-2, was schon allein schon ein ziemlich guter Score ist. Ich habe, glaube ich, selbst noch nicht so einen hohen Score erreicht, aber Leute, es genügt natürlich nicht und jetzt wird einfach auf die scheiß Nuklear gesweatet, aber richtig, Jungs. Und ihr seht es ja einfach, er nimmt trotzdem noch 10 mit ein, was ich, glaube ich, gar nicht machen würde. Obwohl, wenn man so nervös ist und sich ein bisschen runterfahren will, dann denke ich, könnte man das auch mal machen. Und er läuft auf jeden Fall wieder in die Mitte, da wo er eben gerade auch schon ziemlich viele und gute Kills gemacht hat. Ich bin ganz ehrlich, ich wäre da jetzt nicht lang gelaufen, weil mir das ein bisschen zu offen ist und ich Angst hätte, vom Sniper irgendwie behindert weggescoped zu werden. Ich weiß auch, dass bei meinem Glück das wahrscheinlich passiert wäre. Aber ja, die Leute hier außerdem in der Lobby, die, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Das waren natürlich keine MLG-Spieler oder sonst irgendwas. Also falls da jetzt irgendwelche Leute drunter schreiben, ja, spiel doch mal gegen gute Gegner und sowas. Das macht man auch genügend und ich finde auch immer, gegen gute Spieler zu spielen, ist auch richtig gut. Richtig wertvoll, da man auch seinen Skill verbessern kann und sowas. Also ich bleibe auch manchmal gerne in BO2 oder sowas in guten Lobbys drin, wo wirklich gute Spieler drin sind. Und hier, Alter, richtig riskant reingerannt, Alter. Was geht mit ihm ab? Er war so on fire, Mann. Und hier wäre er wieder verreckt, aber er hat dieses Wiederbeleben-Zeug, was auch eine ziemlich krasse Fähigkeit ist. Das muss man dazu nochmal sagen. Er wäre eigentlich in diesem Gameplay zweimal verreckt, aber durch dieses Wiederbeleben hat es zweimal gepackt. Und hier gestorben. Gestorben. Jungs, Jungs, Jungs. Aber die Nuklear war am Start und das ist ja das Entscheidende. Ich habe jetzt sogar ein bisschen zu viel gelabert. Auf jeden Fall, ich hoffe, dieses Kommentar hat euch gefallen. Und wenn ihr auch so gehypt seid auf Black Ops 3, dann lasst doch gerne ein Like da und favorisiert es, teilt es, keine Ahnung. Schreibt in Facebook VP Clan for the win oder irgendwie so ein Kack. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir wieder so eine quasi so eine Welle erreichen, wo wir ziemlich, ja, ziemlich gute Sachen anbieten können und das auch ziemlich chillig ist. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Ja, auch natürlich auf eure Kommentare bin ich auch gespannt, wie ihr das so findet. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, meine Freunde.